Isolation wird ebenfalls in der Behandlung der Depression verwendet. Dazu zählt ein Verfahren mit dem Namen RTMS oder repetitive transkranielle Magnetstimulation. RTMS ist eine zusätzliche Therapiemöglichkeit, die neben den Medikamenten Psychotherapie bei der Depression verordnet werden kann. RTMS bedeutet, dass die linke vordere Seite des Gehirns mittels einer Magnetspüle stimuliert wird. Das Verfahren ist schmerzlos, wobei die Magnetfelder während der Stimulation vorübergehende leichte Pelzigkeit und Zuckungen auf der linken Seite des Gesichtes auslösen können. Die Klienten sitzen in einem Stuhl ganz bequem und verspüren wirklich eine ganz leichte Pelzigkeit während der Stimulation. Der Grund, warum ausgerechnet der linke vordere Teil des Gehirns stimuliert wird mit der Magnetspüle, ist, weil dieser Bereich des Gehirns während der Depression weniger aktiv ist und auch zugleich Verbindungen zeigt mit der depressiven Stimmung und mit dem verminderten Antrieb der Betroffenen. RTMS wird nur in einigen spezialisierten Zentren durchgeführt.